Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metroid Prime. In der letzten Folge haben wir die Eiswüste von Fendrana abgeklappert, ja, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Haben dabei... Nö, Missile Container glaube ich nicht, aber wir haben den Boost Ball gefunden. Ein nettes kleines Gadget, mit dem wir ordentlich Schub kriegen für unseren Ball. Aber jetzt geht's erstmal zurück zu den Chozo-Ruinen. Mit dem Boostball lassen sich wieder ein paar neue Goodies einsammeln. Und in der Talon-Oberwelt sogar, glaube ich, wieder ein neues Extra, was wir brauchen, um überhaupt weiterzukommen. Na, toll. Der Fluch der Scheiße. Mit blöden Selbstschussanlagen. Keiner kann euch leiden. An die anderen komme ich von hier aus nicht ran, aber... Oh shit. Auch auf die Gefahr, mich jetzt voll in ihr Fadenkreuz zu bewegen. Au! Ah! Kleinen Scheißgeräte. Oh. Oh. Mann, oh Mann. Phew. Also was kann böse enden? Diese Selbstschussanlagen, die sind gefährlich. Na los jetzt. Hopp. Hopp. Oh fuck. Theoretisch hätte ich auch die andere Richtung gehen können, dann wäre ich sofort in der Talon-Oberwelt gelandet, aber... Ich will ja auch noch zu den Chozo-Ruinen. Deswegen gehe ich hier lang. So, hopp. Und ich tue lieber das Optionale vor der Pflicht zuerst hier. Auch wenn ich mal bei Flagra anders gehandelt habe. So, kleine Giftkugeln hier weg. Und doch ab. Kurz warten, bis sich das Gas verzieht. Ist die kleine Wand jetzt hier immer wieder da? Was soll das? Oh nein. Ihr miesen kleinen Drecksschlangen. Diese Puffer, die gehen mir auf den Sack. Zusätzlich zum Magma. Wieso lade ich überhaupt auf? Okay. Blöde Wühlschabe, Igitt. Ist voll ins Gesicht gerotzt. Na, Schaden lässt sich verkraften. Au. Ja, ich hab's, ihr seht's vielleicht, ich hab's ein bisschen eilig. Keine Zeit hier auf Nettigkeiten wie das Vernichten von diesen Kreaturen zu achten. So. Das Problem ist halt immer, dass man sehr weit zurückgehen muss. Aber das hatten die Metroid-Games aber immer schon immer so an sich. Exploration, um später in einem anderen Gebiet dann wieder was Neues zu entdecken. So, hopp. Zurück zu den Chozo-Ruinen. Ich richte mal ein bisschen mich zurecht. So, okay. So, Samus. Welche Tür nehmen wir jetzt? Diese hier nicht.
Wir haben den Boost Ball, also müssten wir hierher zurück. Hier noch nicht, obwohl wir hier auch mit dem Boost Ball was erreichen könnten. Ja, und der Rest, der muss sowieso irgendwann nochmal erkundet werden, weil es hier noch ein paar mehr Sachen zu finden gibt. Aber das lassen wir jetzt fürs erste Mal sein. Also geht's hier lang. Nee, war der falsche Weg. War der falsche Weg. Hier, mein. Genau. Fette Kugel. Ja, durch den Boost Ball hat sich der Morph Ball jetzt optisch nicht groß verändert, aber es wird optische Veränderungen geben. So, hier haben wir alles. Ignoriert. Okay. Komm hier wieder. Welche? Nee? Sowas. So, hier hätten wir ein U-Gebilde. Ja, und da gibt's was zu finden. Ah. Missile Container. Ach komm. Wir gehen trotzdem noch mal hierher. Was soll's? So kommen wir jetzt wenigstens auch ein bisschen schneller voran. Wir werden aber hier nur auf die rechte Seite hin. Ach. So, deswegen. Ja, 100% erreicht man, indem man wirklich alles findet. Und wenn man das tut, kommt noch eine spezielle Sequenz nach dem Abspannen. So, da unten ist der Grabkäfer. Auf der anderen Seite kommen wir hier nur zu dieser lila Tür und die können wir jetzt sowieso noch nicht öffnen. So, und jetzt geht's weiter zur Talon-Oberwelt. So, das Teil da oben können wir immer noch nicht wegsprengen. Also muss es einfach so weitergehen. So, zack. Talon Oberwelt. Okay. Alte Gefilde hier. So langsam komme ich wieder in die Spur. Wenn ich auch noch ein paar Zielschwierigkeiten habe, aber die hatte ich glaube ich schon immer. So, hier haben wir das nächste U-Gebilde. Okay, hier muss man wohl ein bisschen mehr Schwung haben. Hopp, ah. Okay. Der Weg hier war ja vorher unumgänglich. So. Ah. Die sind hier gut getarnt, die Viecher. Dieser Weg führt uns zurück zu unserem Raumschiff, aber diesmal sind wir hier oben, wo wir nie hin konnten. Okay, der Nachbar fängt wieder an zu hämmern. Kommt mir wieder gewaltig in die Quere, aber was soll's. Was haben wir hier? Space Jump Boots. Ertragt es diese eine Folge bitte. Das Gehämmer. Space Jump Boots, hm? Ich könnte ihn dafür erschlagen.
Okay, die Space Jump Boots erhalten. Bitte B drücken, um zu springen, um während des Sprungs einen zusätzlichen Sprung mit den Space Jump Boots zu machen, erneut B. Also im Grunde nur der Doppelsprung. Das ist das Einzige. Nicht schlecht. Okay, mit Doppelsprung kommen wir in vielen Gebieten schon weiter als vorher. So, ich würde sagen... wohin jetzt? Space Jump. Ich muss mal kurz überlegen auf dem Rückweg jetzt zu den Chozo-Ruinen. Was können wir damit jetzt als nächstes erreichen? Ja gut, wir könnten in Magmoor noch an der einen Stelle zu dem Transporter jetzt auf die obere Ebene. Da könnten wir hin. Oh, ey. Muss der jetzt hier anfangen zu hämmern? Ich weiß ganz genau, dass ich gerade aufnehmen will, dieses Schwein. Ja, und dann halt nur in der Eiswüste von Fendrana. Da haben wir die nächsten Vorzüge durch diese Boots. Gut, hier in den Chozo-Ruinen wahrscheinlich auch noch irgendwo jetzt, aber die einzeln jetzt abzugehen, wenn wir sowieso irgendwann nochmal dahin müssen. Nö, muss ich nicht jetzt machen. Also gehen wir jetzt von hier aus einfach wieder zurück nach Magmoor. Also wir mussten jetzt echt nur wegen den Space Jump Boots hier in die Talon-Oberwelt zurück. Das ist ein bisschen blöd. Aber okay. It's a Metroid game. Ich erschlag den heute noch. Oh. Hört doch auf. Blöden kleinen Dreckskäfer. Im Space Jump komme ich jetzt sowieso schneller durch einzelne Gebiete und ich hau dem seinen Dreckshammer über den Schädel. Ja, von mir aus knallt gegen die Wand. Genau wie dein Kopf des Nachbarn heute. Mit dem Gesicht. Face first in die Wand. Ich bin noch nicht gereizt, ich doch nicht. Think of the fun. Los, los, Benne! Hopp! Ich will in dieser Folge noch nach Fendrana. Auf! Runter! Ach, ist er fertig jetzt mit Hämmern, ja? Ändert nichts, bist trotzdem tot. So. Hopp. Dafür ist der Boostball gut geeignet, schnell durch irgendwelche Gebiete zu rollen. Oh ja, ja. Hoppala. Ach Gott, hier kann man nicht schnell durch. Ja, 80 Missiles übrigens schon, das ist nicht schlecht. Oh Mann. Ja, Magmo, erzähl's einem, den es interessiert. Ich hätte den Schuss doch nicht machen sollen. So. Jetzt hier durch. Hoppala. Oh, wenn ich mich recht erinnere, kommen gleich wieder diese blöden Selbstschussanlagen. Wir ignorieren einfach mal die Puffer. Hopp. Der Doppelsprung gefällt mir. Man kommt so viel schneller
Jetzt. Okay, der spielt mit seinem Leben heute. Der ist sowas von tot. Ertragt das bitte, diese eine Folge. Obwohl er auch schon den anderen Mal gebohrt hat und gehämmert. Oh, das machst du zum letzten Mal heute, Freundchen. Okay. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Ist das zum Kotzen? So, wir sind gleich wieder in Fendrana, aber vorher wollte ich ja noch diese Plattform da oben untersuchen. Denn jetzt können wir da ja rauf. Hopp. Und hopp. Okay, was haben wir hier? Faltbare Hängebrücke ist ausfahrbar. Es fehlt jedoch die Energieversorgung. Oh. Dies ist ein standardmäßiger Gyro-Generator. Der Mechanismus dieser Vorrichtung überträgt starke Rotationskräfte. Ich hasse den Typ. Über die Lauffläche an seinem Boden. Mithilfe der Boost-Fähigkeit des Morphballs lässt sich der Gyro-Generator in Betrieb nehmen. Ah ja. Also lassen wir so die Brücke ausfahren. Die schnelle Drehbewegungen unseres Balls. Im Space Jump kommen wir hier rüber. Wow. Und jetzt dürfte hier am anderen Ende wieder eine Tür sein. Wenn ich die Karte da oben richtig betrachte. Ja. Oh. Artefakt Nummer 2. Chozo Artefakt. Oh. Bendezium. Ah. Kommen wir nicht ran. Yay! Zweites von 12? Ja, 12. Das zweite von insgesamt 12. Okay. Oh. Nice. Sind ja nur noch 10 mehr. Und ein silberner Token für das Ganze. Die sind eigentlich nur für Galerien gut oder Soundtracks, die man hier noch freischalten kann, um sie sich immer wieder anzuhören, wenn man will. Und zack. Oh nein. Oh nein. Die Selbstschussanlagen und der Typ, der oben bohrt und hämmert, die sind heute... Oh. So, zurück nach Fendrana. Dort werden wir dann speichern in dem Safe Room und dann die Folge beenden. Das geht mir nämlich tierisch auf den Keks und euch garantiert auch, wenn ihr das hört. Woran ich nicht zweifle. Okay, das Auge fängt schon an zu zocken. Das sollte schnell irgendwas dagegen tun, zum Abreagieren. So, da vorne ist jetzt unser Safe Room, da vorne, hier hinten in der kleinen Höhle. Leute, tut mir leid, aber ich habe darauf keinen Einfluss, auf den Typ, leider. Noch nicht. So, wir speichern hier. Gut, Leute, in der nächsten Folge geht es dann weiter, wo wir nicht mit dem Space Jump vorankamen, hier über diese Schlucht zu den Ruinen weiter. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich ohne Gebohr und Gehämmer. Also, bis dahin, tata!